Hallihallo Freunde, yo, ich bin's wieder und es wird wieder mal Zeit für Banjo-Kazooie. Ja, das ist hier Part 5, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ja, mir ist im vierten Part etwas aufgefallen, den habe ich noch gar nicht hochgeladen. Ja, dort hat die Hexe etwas mit über gesagt, aber da standen keine Ü-Striche. Jetzt wissen wir, die Hexe ist Analphabetin. Haha, verarscht. Ja, ich habe es mir gerade in der Überarbeitung nochmal angeguckt und es ist tatsächlich so, da stand Uber. Über euch lacht. Einfach nur doof. Jetzt kann ich backrhyme. Ja, ja. Oh, einen einzelnen neuen Move könnt ihr in dieser Welt finden. Aber der ist gut versteckt. Naja, es geht. Ja, jetzt auch mal ein backrhyme vor die Hexe. Und, die Hexe ist ein Analphabet. Und bald hau ich sie ins Kürbisbeet. Oder irgendwie so. Na, ich bin nicht gut in sowas, aber es spielt keine Rolle. Die Hexe scheint auf Hip-Hop zu stehen, wenn sie das kann. Egal. Nein, wir wollen jetzt keine Vorurteile rauslassen. Und in den hier und... Ihr seht schon, ich bin hier relativ zielgerichtet, wo ich hin muss. Und ja, ich kenne mich in der Welt ganz gut aus. Und huhui und... Noch ein Typi zum Pokern. Ah, unsere Gruppe wird immer größer. Peaks! Und nochmal. Wir sind ein ganz schöner Tierquäler, wa? Naja, egal. Und ein schlecht versteckter gelber Jinjo. Ja, ich finde die Welt hier eigentlich nicht so besonders, aber ziemlich interessant eigentlich. Und irgendwie ist sie auch ein bisschen cool. So, ansonsten war es das hier oben jetzt. Also... Ab in die Water! Und Patz! Gluck! Wo ist denn die komische Röhre? Da ist die Röhre. So, mal gucken, ob ich Noten auf dem ersten Anlauf kriege. Ich glaub's noch nicht. Die Steuerung hier beim Schwimmen ist ziemlich ärgerlich. Ja, ich wusste das immer. So. Und nochmal Speed geben und. Er dreht sich so langsam um und. Banjo und Kazooie sind im Wasser nicht wirklich wendig. Oh, er will mich fressen, oh mein Gott. Ich bin Klenker, der Müllzerkleinerer der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Ich hab noch mal nicht, vielleicht sollte ich andere Charaktere auch mal mit, so ein bisschen mit Akzent sprechen. Ja, wenn ihr einen Akzent habt, den ihr lustig findet, dann könnt ihr mir das sagen. Ich denke mal, ich bin ganz gut in sowas. Dabei habe ich den, glaube ich, den schlimmsten Akzent schon mit mir selbst mitgebracht. Ich glaube, ich mache das erst da unten und... Splash! So, abgetaut und ja, in der langen Röhre hier ist was Witziges drin, ne? Ja, Noten unter Wasser. Die immer noch Gold sind und nicht verrostet. Ja. Wer weiß, wie lange die hier schon hier unten liegen. Tring, tring. So, was gibt's hier noch? Ich glaube, sonst gibt's hier nichts, ne? Boah, eine riesige Schwanzflosche und alles ist aus Metall. Ach, da kann ich ja gar nicht sagen, er ist ein Holzkopf. Ui, ui, oh. Ich weiß, irgendwie kommt man trotzdem hier rauf. Ha, ich wusste. Und fatz. Vererst. So, und den auch noch. Diesmal habe ich übrigens auf die Uhr geguckt. Ich weiß genau, wann ich den Part beenden muss. Weil diese über 15 Minuten Parts, die sind einfach nur peinlich. Also, das sieht ja furchtbar aus. Außerdem ist das Spiel sonst in 10 Parts zu Ende. Apropos Parts, ich habe im letzten Part gesagt, ja, nächster Part ist schon Part 5 und dann kommen wir auch in die fünfte Welt. Das war irgendwie so, aua. So ein bisschen sinnübertragend von mir aufgenommen. Deswegen habe ich gesagt, fünfte Welt. Das ist jetzt die dritte. Also, damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Und tschakku und wuhi! So, einmal ein bisschen Spring-Jungelei hier und ein Blutfeld, igitt! Wie kann denn ein metallener Fisch bluten? Das geht doch gar nicht. Na egal. Oh, nein, nein, nein! Verdammt! Und Splash und wieder ins Wasser. Na toll. Man landet wenigstens halbwegs weich. Kommt man hier eigentlich auch so? Ich glaube schon. Ja, genau. Oh, schade. Den brauche ich noch nicht und... Ich bin
schön, wie die Schritte so metallisch klingen. Das ist echt cool. Und nochmal. Und diesmal jetzt aber vernünftig. Ich finde den Flatterflug in der Luft voll cool. Das ist einfach so... etwas, was Mario nicht kann. Joho. So. Und... oh, verdammt. Ich wollte mir jetzt übelst den Gag erlauben, aber... es hat nicht funktioniert. Ah, das kriegst du zurück, das kriegst du zurück, das kriegst du zurück. Ich hau dir aufs Maul, Alter. Splash! Oh, verdammt. Ha, Fatz. Oh, und zwei Federn und... ah, jetzt hat man eine Wabe zurückgeholt und... ich glaube, ich muss das mit dem Anker langsam machen. Da habe ich noch gar keine Lust drauf. Ah, das ist immer so ein tiefer Tauchakt und dann... naja, dann... hat man Angst abzusaufen und so. Ach, Quatsch. So ein Unsinn. Ah, und hier was das Cooles drin. Und ich habe sogar blind bekommen. Sup. Was haben wir denn hier noch, wo man rinschwimmen kann? Ah, die Röhre, genau. Die ist ohne ganz unwitzig. So, so viel Luft wie möglich sparen und Splash. Swoop. Swoop. Ich merke gerade, hier ist das auch so, dass wenn man ins Wasser eingeht, sich der Soundtrack verändert. Das hatte ich schon mal in Super Mario 64 erwähnt. Die, die das Let's Play geguckt haben, wissen, was ich meine. Tudum, ciao, ciao. Klingt ziemlich cool, ziemlich schaurig. Mann, wie lange geht's denn hier noch zurück? Und der Bär und Vogel schwimmen der Kamera entgegen. Eigentlich finde ich cool. Eigentlich lernt auch alle Kasui nur alle Moves und Benjo schwimmt gar nicht. Das ist ja eine richtig faule Sau. Das Einzige, was er tut, ist laufen. Das ist aber wirklich das Einzige. Ziemlich faul. Aber ja. Ah, da hinten gibt's auch noch was Interessantes. Oh, ich schwimme, das geht, glaube ich, schneller. Swoom. 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 Bloop. Bloop. Du-du-dum, du-dum, du-dum. Unter Wasser klingt der Soundtrack gleich viel geiler. Aber hier klingt er auch ziemlich geil. Wir sind mutierte Krabben. Nein, hätte ich nicht gedacht bei dem großen Auge. Das Puzzleteil gehört uns. Oh, ihr habt eins. Das ist gut zu wissen. Dankeschön für die Info. Und BATS! Und ein nochmal. Und BATS! So, das war's. Ein paar Noten weggrabben. Was sollen die auch damit? Die können, glaube ich, nicht singen. Hallo, hier ist noch eine. Da ist eine. Und FATS! Oh, verdammt. Splat! Und hey, Krabbe! Ciao, Krabbe! Ja, gib mir dein Puzzleteil. Oh, wir Krabben haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Ja, ja, genau. So richtig schön schneller Beat so irgendwie. Oh, dann muss ich hoch und muss ich glaube ich nur so. Oh, schon ist der Soundtrack weg. Oh, man hört ihn noch im Hintergrund. Joho! Und Kasui musste schon wieder ein Puzzleteil verspeisen. OMG. Also ich bin ja auch nicht gerade so jemand, der wenig isst oder so, aber das sowas fresse ich nur nicht. Also. So, ich glaube, ich mach das jetzt einfach mal, dann wird's hier lustiger. Hm, obwohl da drüben könnte ich auch noch rein, aber ist egal. Und abgetaucht! Zoom. 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 Zoom? Nein, ich meine nicht den Zoom der Kamera. Oh, uns geht schon. Oh, hier unten wird die Musik erstmal richtig düster. Und eine Note und. Erstmal muss ich gucken, wo der Blasentypi ist. Blasentypi, wo bist du, Blasentypi? Ich brauche deine Blasen. Das klang jetzt ein bisschen zweideutig, aber egal. Hä, wo ist denn der? Bin ich blind? Ich brauch Luft! Ah, da ist er. Die Blasen sehen ziemlich cool aus. Und wenn man genau hinguckt, dann reflektiert man sein eigenes Bild in diesen Blasen. Das ist ziemlich cool, aber ich glaube, das sehe ich jetzt gerade nicht. Hey, komm schon. Ah, okay. Weiter geht's. Hier ist ein grüner Jinju. Ah, ich beneide diese Typen, die haben unendlich Luft. Wenn man es genau bedenkt, sind eigentlich die größten Teile der Jinju hier alle unter Wasser. Ich überlege gerade so ein bisschen, wo die noch alle sind und... na, da fällt mir das noch ein im Fisch und
Das in der Röhre, das, naja. Na, werdet ihr sehen. Wow, Luft, 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 Luft. Da ist eine Blubberblase. Los, lasst uns ein bisschen mit den Blubberblasen spielen. So, und schon bin ich voll. Und dann muss man ein paar Mal durch die Schüssel, ich glaube es sind 5 Mal, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Gebe ich ehrlich zu. Und blub. Ah, 3 Mal war es, Boss. Blub, blub. Oh, jetzt stellt er sich erst vor. Na toll. Tuk, 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 tuk. Oh, Goldzahn. Das ist ja ekelhaft. Das ist bestimmt verrostet. Ah, das ist ein Puzzle. Der ist ja rot an der Seite. Das ist bestimmt Blut. Ihi. Oh, danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken. Ich finde immer cool, dass jedes Gesicht so eine Art Stimme hat. Das wird auch nachher noch in dem Endquiz eingebaut. Ja, ist einfach nur ein geiles Spiel mit viel Überlegung und ein bisschen Cleverness ist auch vonnöten und ein bisschen Erinnerungsvermögen. Nee, das war nicht die Reihe, die Röhre. Okay, dann tauchen wir nochmal. Ich tauche hier gerne, da gefällt mir die Musik besser. Aber egal. Ich soll ja dazu quatschen und mich da vor mich hin nudeln. Und schon wieder ein Jinjo unter Wasser. Die sind ja wie die Donkey Kongs und so. Die können auch alle endlos unter Wasser bleiben. Auch ziemlich cool. Ah. Ahoi! Wie Ahoi? Bist eine Seemöwe, wa? Aber sind Möwen nicht weiß? Ach ja, das stimmt. Wir hatten ja im ersten Part festgestellt, dass das wegen den Karotten so. Ah, alles klar. Dulüdim, dulüdim. Ich glaube, jetzt kann ich laufen. Komm schon, die auch noch. Ich glaube, jetzt kommen wir auch noch höher mit der Schwanzflosse. Aber erst das Puzzleteil einsammeln und... Tschakka! Dulüdim, tschamm, tschamm. Dulüdim, tschamm, tschamm. Jo. Bzzz, meine Zähne tun weh. Bzzz, wie kann man nur bzzz sagen? Oh. Ja, und du bist ja auch ein Müllschlucker, warum sollst du keinen Müll fressen? Und splat, splat, splat. Und patz, patz, patz. Und schon ist er offen. Ah, okay, dann habe ich genug, gut. Tschang, tschang. Tschang, tschang, tschang. Jo. Ich finde das Verschluckgeräusch immer so cool. Ja. Ja. So richtig schön authentisches Geräusch. So, was kann man jetzt hier noch schönes machen? Also in den Fisch können wir... Ich könnte das ja mal in den Zähnen mal machen. Ich muss den Part bald beenden, sehe ich gerade. Ja, ich habe auf die Uhr geschaut. Oh, komm schon, schnell. Na, toll. Na, egal. Na, komm schon. Ha. Ah, stimmt, hier kann man ja auch noch rein. Oh, wow. Krasse Scheiße. Hm. Schade, die Kamera lässt sich nicht weiter drehen. Ach, komm schon. Kann ich nicht weiterdrehen? Das ist schon besser. Und Splat! Und... Oh, war ein bisschen weiter links. Und... Jetzt, oh Mann, was soll das denn? Ach, scheiß Joystick. Boah, einfach hochgeballert hier. Ach, Menno, was zum Henker, ich kann nicht mehr zielen. Ha, Treffer, versenkt. Ah, dieser Zahn tut nicht mehr weh. Ja, ist ja schön. Jetzt lass mich da rein. Ist ja auch ein bisschen abartig, wa? Okay, dann geh ich halt erst auf die... Oh Mann, ey, Benjo, du machst hier Sachen. Mann, wieso mich so verschnupft? Hm, egal. Ja, danke. Und splat, splat, splat und fatz, fatz, yeah. 2 Treffer, glaube ich, oder einer? Keine Ahnung. Aber ich weiß hier, so stehe ich richtig und dann brauche ich bloß noch und... Fatz, 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 fatz und spang, spang und... Schon ist offen. Auf dieser Seite ist es schon viel besser. Splüsch und drin. Oh, ein Puzzleteil. Das war noch auf der anderen Seite. Ja, wir beenden jetzt hier im Maul offen auf dem Zahn den Part und es geht natürlich gleich weiter. Also ich werde da immer 2 aufnehmen. Du, du, du. Ja, wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß mit dem Part hier. Ciao.